Ist alles in Ordnung mit dir? Du hast seit 5 Minuten keinen Ton mehr von dir gegeben. Ich weiß, dass du mit meiner Mutter geschlafen hast. Ich habe euch gehört, wie ihr darüber gesprochen habt. Das hatte nichts zu bedeuten. Das war eine einmalige Sache. Und ich war noch nicht mit Sonja zusammen, als es passiert ist. Also noch nicht so richtig. Ehrlich gesagt, es ist mir ziemlich egal, was zwischen dir und meiner Mutter gelaufen ist. Ich. Jetzt spuck's aus. Kann es sein, dass du mein Vater bist? Aufgrund dieser Untersuchung können wir ihn mit einer Wahrscheinlichkeit von 99,99% bestätigen, dass der Spender von Probe 1 der biologische Vater des Spenders von Probe 2 ist. Wie sag ich das am besten? Okay. Am besten direkt. Sonja, Sunny, es gibt da etwas, was du wissen solltest. Es hat mit Pia und mir zu tun. Nee. Schatz, Liebling, da ist etwas passiert vor über 20 Jahren und es hat überhaupt nichts zu bedeuten. Schatz, du wolltest doch immer ein drittes Kind und jetzt haben wir eins. Ist das nicht toll? Hey Paul, wir verschieben es doch nur. Aber es ist schon alles vorbereitet und ich dachte, keine Ahnung, dass wir endlich mal wieder Zeit haben für uns. Du, übrigens, den Brief, den du mir gegeben hast, der war nicht vom Gericht. Und wem dann? Ein Mobilfunkanbieter. War bei mir auch im Briefkasten, habe ich direkt in die Tonne gehauen. Oh, okay. Dann suche ich dir den anderen Brief, wenn ich wieder zurück bin. Ja. Macht ihr sowas wie einen Ausflug? Ja, nur Sonja und ich, damit wir mal wieder ein bisschen Zeit haben für uns. Verstehe. Du hättest mir auch sowieso nicht die Wahrheit gesagt. Doch, natürlich. Ich wollte nur erst mal mit Sonja darüber reden. Ach komm, du wolltest den Test verschwinden lassen. Nur zu blöd, dass du die Briefe vertauscht hast, weil ich ja jetzt Bescheid weiß. Es tut mir leid. Ich wollte nicht, dass du es so erfährst. Wirklich. Tobias, bitte, lass mich doch einfach in Ruhe. Eine Sekunde. Lass mich irgendwo in Ruhe besprechen. Ach, jetzt auf einmal. Lass mich raten, ganz weit weg von der Praxis oder was ist Sonja schon? Nein, sie weiß es noch nicht. Das wundert mich echt nicht. Du bist also nicht nur zu feige, mir die Wahrheit zu sagen, sondern kriegst es auch nicht auf die Ketten deiner Frau, ein Quickie mit meiner Mutter zu beichten, oder was? Sonja! Das kann ich dir nicht verzeihen, nie! Können wir uns bitte hinsetzen und kannst in Ruhe reden? Ich habe mich total scheiße gefühlt, aber im Laufe der Zeit auch nicht mehr dran gedacht, weil es ein überflüssiger, blöder Fehler war, mehr nicht. Und wer wusste alles von dem Fehler? Ihr beide, Tobias und wer noch? Nur Pia und ich. Tobias erst seit Pias Besuch. Er hat zufällig ein Gespräch mitgehört. Dann habt ihr also doch hinter meinem Rücken darüber geredet? Ja, nachdem du so eifersüchtig reagiert hast? Gott, und ich habe mich auch noch bei ihr entschuldigt. Boah. Sonst noch irgendwelche Geheimnisse, die du mir vielleicht anvertrauen solltest? Ja, die gibt es. Und die hätte ich dir heute ganz gerne in einer entspannten Atmosphäre erzählt. Tobias ist mein Sohn. Tobias? Können wir reden? Also ehrlich gesagt habe ich jetzt gerade keinen Bock auf ein Vater-Sohn-Gespräch. Paul? Ja? Wenn ich es nicht selber erfahren hätte, hättest du es mir erzählt? Zuerst meine Beichte bei Sonja. Dann unser erstes Vater-Sohn-Gespräch. Das war der Plan.